Hallo, wir sind Harfoni. Und ihr schaut Starmaker TV. Viel Spaß! Noch vor Weihnachten gastierten Harfoni, die Gewinner der großen Chance, im Milzerstadl im Trofana Tirol. Vor ihrem ersten Live-Konzert nach der Castingshow heizte noch der Wadelmadel-Treiber die Stimmung an. Kam der große Moment für Hanna und Nora von Harfoni, die bei ihrem ersten Live-Konzert in Tirol alles andere als angespannt wirkten, obwohl sie nur wenig Zeit zum Proben hatten. Also ich habe, wo sie den Titel «Einmal sehen wir uns wieder» gesungen haben, schon mit der Hanna Kontakt aufgenommen, weil ich habe es gespürt. Ich habe es gespürt, die Mädels haben es drauf, die gewinnen das. Und wie halt immer, man muss einen Schritt voraus sein und nur so ist es uns gelungen, halt wieder die Harfoni nach Milz ins Trofana zu bringen und so werden wir dann auch 2015 weitermachen. Dranbleiben, Stars herholen, immer einen Schritt voraus. Eine solche Veranstaltung wie es hier heute mit dem Konzert war, ist natürlich noch lange nicht Routine. Es war ihr erstes Live-Konzert nach der großen Chance und Anspannung war da, aber jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das hat Einfluss auf die Qualität. Also so viele Profis sind es inzwischen, aber eine Spannung und ein bisschen Nervenkitzel ist natürlich bei allen und vor allem bei uns als Eltern ganz besonders. Großes Lob erhielten die beiden Freundinnen nicht nur von ihren Eltern. War super Stimmung, Harfoni ist super angekommen, speziell, dass die ganze Familie mitgetan hat. Der Alex Weber hat eine schöne Geschichte daraus gemacht. Man hat nochmal das ganze Revue passieren lassen, vom Anfang über den Werdegang zum Sieg für die große Chance. Die Leute waren total zufrieden, es war ein rundum gelungenes Konzert und man sieht jetzt den Andrang am Fanstand, der reißt gar nicht ab, die Madeln sind sehr, sehr beliebt und haben das ganz, ganz lieb gemacht. Also mir hat das wunderbar gefallen. Zwei so junge Damen und schon solche Stimmen, Hut ab. Ich bin selber auch ein bisschen Hobbymusiker und ich habe also wirklich das von Anfang bis zum Ende sehr genossen, muss ich sagen. Gefallen hat sie uns vor allem. Wir haben es so nett gefunden, dass sie uns erwähnt haben und es hat uns voll gefallen. Jedes Mal, wenn wir sie hören, freut es uns total und obwohl wir das Lied schon 10.000 Mal gehört haben, kommt echt die ganze Haut an. Dass sich ihr Leben nach dem Sieg der großen Chance schlagartig geändert hat, ist für Hanna und Nora kein Problem. Auf der Straße angesprochen, wir haben viele Facebook-Nachrichten und Anfragen gekriegt und ja, es hat uns voll gefreut. Nach einem erfreulichen Jahr 2014 haben sich die beiden auch fürs kommende Jahr schon einiges vorgenommen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir halt weiterhin so Musik machen, dass wir jetzt einmal mehr Lieder eigene schreiben und ja, schauen wir mal. Yeah.
Das ist Weihnachten mit Harfony. Schöne Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. Dankeschön.